Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video. Heute schauen wir uns eine Waffe an, die definitiv aktuell einer der besten Sturmgewehre ist, die man spielen kann. Allgemein muss man natürlich aktuell sagen, dass es ein bisschen zäh ist, aktuell Warzone zu spielen, denn wir stehen kurz vor einem neuen Call of Duty und es ist eigentlich wie jedes Jahr dann zwischen der Beta und dann kurz vor Release, dass es ein bisschen langweilig ist. Trotzdem, wenn man das mit anderen Call of Duty speziell vergleicht, muss man sagen, verhältnismäßig haben wir deutlich mehr Content und deutlich auch besseren Content, wie zum Beispiel den Iron Trials Modus, der natürlich immer wieder am Start ist. Und auch allgemein das Waffenbalancing allgemein im Vergleich zu letzten Jahren in Warzone ist auch deutlich besser. Ich sag nur Kilo plus der neuen Feuershotgun wirklich über Monate. Deswegen macht Call of Duty in der Hinsicht natürlich auch einiges richtig. Auch wenn sie wirklich viele, viele andere Sachen jetzt auch in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Wie aber eben schon gesagt, heute geht es um eine Waffe, die wirklich extrem stark ist. Definitiv eins der besten Sturmgewehre ist, die man aktuell spielen kann. Und eine Waffe ist, die wir jetzt in der letzten Season bekommen haben. Es geht natürlich um das EM2 Sturmgewehr, das, wenn man sich eingespielt hat und allgemein das Gunfeeling so ein bisschen handeln kann, wirklich ein absolutes Monster ist. Das beste Klassensetup gibt es natürlich im Verlauf des Videos. Da gibt es natürlich auch so kleine Unterschiede, wie man das Ganze spielen kann. Und natürlich, bevor wir jetzt ins Gameplay gehen, falls ihr neu sein solltet und nichts verpassen wollt über Warzone und keine Videos verpassen wollt allgemein über Call of Duty, lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr supporten. Und falls ihr live nichts verpassen wollt, checkt auch gerne Twitch ab, lasst da gerne ein Follow da. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Gameplay. Let's go. Achtung, Drohnentreibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ist er unten, der ist oben. Er sniped. Auf dem Dach, Digga. Lul. Gar nichts gesehen, Digga. Umlauf den mal. So, der ist schon weg. Raum. Ja. One shot. Knockt. Ich umlaufe die mal Richtung links. Pass auf, weil sie sind viele. Schießen die auf dich? Ja. Nö, nö. Team Wipe. Ich gehe mal ein bisschen um die Wand mit der Silence. Bisschen gucken. Hier und da ein bisschen. Er ist in die Claymore gelaufen, Digga. Ich glaube, er ist gestorben. Um. Nein. Jetzt müssen wir. Ja. Ah, merkt du, so. Ah, nee, auf Kampf vorbereiten. Eine Sekunde vor Schluss. Ja, ah. Aber steht schon auf dem Dach, ne? Ja. Du musst du dir am Spaß. Super Spaß. Der andere war unten irgendwo. No way, he was one. Ah, Digga. No! No! Fuck say! Was sagst du? Immer noch Trio. Was sagst du? Er hat einen Plattenpack gehabt. Ja. Keine Muni mehr. Digga, die EM2 ist ja weg. Paco, was geht? Gleich haben die Cash für mich. Ah, chillig. Geh ins Haus wieder. Ach, Digga. Nein, lass ihn. Cool. Wie viele? Ja, zwei. Garage. Hat weggekauft. Dach oben,
Oh, ja, der ist one shot. Halbe Bullet. Nice. Gegner, Gegner, Gegner. Ja, wer ist er denn? Da vorne wurde auch ein gekillt. Hier im Haus oben. Boah, ist so one shot, Digga. AK, wenn ich so. Ja. Wurde halt verschlechtert so. Alter, nimmt den Truck, der, ich glaub's nicht. Hab ihn noch. So. Ich hab Rand hoch, Alina. Das ist die G-Kopf. Noch einer. 1, 2, 3, 3, 3. Da oben. Da oben war einer. Oben einer und zwei. Ein Knockt. Grün von grün. Gucken her. Gesundheit. Gar nicht. Hä? Digga. What the fuck? Also, was war das dann? Sag. Ich hab grad gegessen. Ja, Digga, hä? What the fuck? Der eine hat Nagelpistole. Die haben lauter. Nice. Einer ist über mir. Im Halb. Ich push da rein. Warte, wenn ich einen knockt. Einer oben, Fetzer. Einer ist knockt hier. Die müssen kommen. Wir können die alle abwählen. Ja, ja. Boah, ist die Krieg scheiße. Ja, Krieg ist richtig shit. Links noch einer. Ja. Noch eins rechts, an den Zelten. Digga, wie wir geiern. Ja. Ja, ist dann halt einfach mal wieder zu viel, ne? Wo bist du? Sind weiter weg. Da hinten ist einer. Knockt. So, das wär's vom Gameplay zu der EM2. Definitiv einer der besten Sturmgewehre, die man aktuell spielen kann. Sehr solide Waffe, nicht ohne Grund spielen aktuell sehr, sehr viele Pros auch mit der Waffe. Die Cold War AK ist auch immer noch ganz gut. Trotzdem würde ich sagen, die EM2 ist vom Feeling einfach so ein bisschen besser. Und die Waffe erinnert mich so vom Rückschussverhältnis so ein bisschen leicht an die AMAX, auch wenn die Waffe natürlich komplett unterschiedlich ist eigentlich. Liegt einfach daran, dass beide Waffen einen Recoil haben, der irgendwie so ein bisschen rattert und es fühlt sich alles so ein bisschen gleich an. Natürlich, die Prime AMAX war deutlich stärker. Trotzdem, die EM2 ist eine wirklich sehr solide Waffe und wir starten natürlich jetzt erstmal direkt rein mit dem Klassen-Setup. Hier spiele ich das Ganze natürlich auch in Kombination mit der Cold War MP5, ganz normal das Setup Agency Mündungsfeuerlämpfer, Tiger-Team-Scheinwerfer, plünderer Schaft, Schleifstangengriff und das 50-Schuss-Magazin. Cold War MP5 ist in meinen Augen immer noch einer der besten MPs und spielt sich speziell in Kombination mit der EM2 auf jeden Fall sehr, sehr gut, deswegen testet auch gerne mal das Klassen-Setup. Dann natürlich bei der EM2. Da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal die ganz normale Long-Range-Variante, hier natürlich ganz normal mit dem Agency Mündungsfeuerdämpfer, der Sonderkommandolauf, der natürlich auf die Distance das Beste ist für die Bullet Velocity, Rückschusskontrolle, effektive Schadensreichweite und nochmal Rückschusskontrolle. Beim Visier natürlich das Axial-Arms-Visier ist in meinen Augen einfach so das Beste auf die Distance, Vision Tech mal 2 geht auch, theoretisch auch das Royal Cross, aber das Axial-Visier ist, denke ich, das cleanste. Man kann das Ganze theoretisch auch als Sniper-Support mit dem Mikro-Reflex-LED-Visier spielen. Ist auch ganz gut, geht auch klar. Dann natürlich beim Unterlauf der Fertigangriff für Rückschusskontrolle vertikal-horizontal, um einfach die Waffen noch ein bisschen zu balancen, was Rückschuss angeht. Und das 40-Schuss-Magazin. Ihr könnt das 50er-Magazin probieren, allerdings seid ihr dann wirklich viel, viel langsamer. Deswegen 40 Schuss sollte auf jeden Fall reichen, die Feuerrate ist nicht so hoch. Und das ist das Long-Range EM2-Klassen-Setup. Wie gesagt, sehr, sehr starke Waffe und ich denke mal aktuell auch so mit die beste Longrange-Waffe, die man spielen kann, definitiv einer der besten Sturmgewehre. Und ihr könnt das Ganze so spielen, falls ihr jetzt ein bisschen auf Rebirth Island spielen wollt und natürlich movementmäßig ein bisschen mehr rausholen wollt, allerdings da vielleicht so ein bisschen auf Rückschuss verzichtet, könnt ihr theoretisch den Unterlauf weglassen und dafür die Luftelastikumwicklung draufpacken für ZV-Zieldauer, Zuckenwiderstand und Zielstabilität.
Geht auf jeden Fall klar, ist ein bisschen ungewohnt und Rückschuss auf ganz große Distanz ist ein bisschen schwieriger. Trotzdem werdet ihr merken, dass natürlich auch die Waffe dadurch deutlich mobiler wird und einfach so ein bisschen schneller wird und ihr teilweise auch Gunfights auf Midrange ein bisschen schneller gewinnen könnt, da ihr natürlich movementmäßig etwas besser seid. Und ich bin gespannt, was jetzt die Meta sein wird, wenn wir irgendwann, ja, das neue Call of Duty Vanguard bekommen, die Integration bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie die Waffen sich integrieren werden, welche Waffen stärker sein werden, die Cold War Waffen, die MW Waffen oder sogar die Vanguard Waffen. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Und testet wie gesagt gerne die EM2. Das wäre es jetzt langsam von dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace. Achso, abonniert den Kanal. Tschüss.